Hallihallo, hi, ich bin Darius. Ich spiele in einer Band, die heißt The Dead Notes und mache hier heute diesen Livestream für das Triebwerk in Wiener Neustadt, für die Tiny Triebwerk Sessions. Vielen Dank, dass ich das hier machen darf. Mega schön. Ich bin hier in Freiburg in meinem persönlichen Reverb-Zimmer. 3 Wochen renoviert, nur für diesen Stream natürlich. Und spiele ein paar Songs von unserer Platte Courage, die im Februar erschienen ist. Der Song heißt Hopeless Romantic, ist der letzte Song auf der Platte, war die erste Single von der Platte. Geht so. Ich hoffe, es geht weiterhin allen gut.
Und für einige geht es so ein bisschen in die Normalität zurück. Das ist doch ganz schön. Wir hoffen natürlich alle, dass das so bleibt. Und ich hoffe, ihr seid alle noch nicht müde von den ganzen Livestreams. Ich nicht. Es geht gerade erst los. Folgendes. Ich spiele vor allem bzw. nur Songs von unserer Platte Courage, die im Februar erschienen ist. Den Song habe ich schon noch gar nicht akustisch bisher gespielt. Ich freue mich sehr. Wenn ihr die Platte noch nicht habt, gibt es auf unserem Label Online-Shop zu kaufen. Einmal Werbung abgehakt. Danke. You are the firework that lights up all the best parts of my heart. You're such an overthinker, trying to figure out you're thinking about. Try the last couple of months to keep myself alright. Kids having fun, I cross my fingers and hope that a faster pace brings me closer where I want it to be. Strength from my insecurities, the foundation of all function. Cheers!
Ich freue mich sehr, im Triebwerk-Stream zu Gast zu sein. Eine ganz tolle Location, in der wir schon ein paar Mal spielen durften. Und immer sehr, sehr lustige, gute Abende hatten. Leider, wie es gerade hoffentlich jeder mittlerweile mitbekommen hat und weiß, es ist eine verdammt schwierige Zeit und für uns Künstler ist es schwer, für die meisten Künstler, die ich kenne, so, aber in vielen Fällen noch viel beschissener ist es für die ganzen Live-Locations, die nichts machen können, die kein Geld reinbekommen können, die aber so ein ganz großer, riesiger Bestandteil sind, um Kultur am Leben zu erhalten, damit wir als Band überhaupt weitermachen können. Deshalb, wenn ihr ein paar Cents übrig habt, lasst doch beim Triebwerk eine Spende da. Wir wollen sehr gerne 2021 dort spielen und wir wollen alle, dass das bestehen bleibt und alles irgendwie weitergeht. Und ich finde es sehr bewundernswert, was die ganzen Locations gerade auf die Beine stellen, trotz so einer beschissenen Zeit, wie kreativ alle mit der Situation umgehen, wie bescheiden aber auch, dass jeder sich trotzdem bewusst ist, hey, wir haben eine Verantwortung. Und das ist in sehr wenigen Branchen, finde ich, so, aber in der gesamten Kultur- und Konzert- und Live-Branche, wie ich das mitkriege, finde ich das sehr bemerkenswert. Shoutout an alle, die gerade durchhalten. Und Shoutout an alle, die das unterstützen, spenden und so weiter und so weiter. Irgendwo hier wird, glaube ich, auch ein Link sein, wo ihr für das Triebwerk spenden könnt. Übrigens, kleine Side-Story. Wir haben einen großen Teil der Pre-Produktion von unserer neuen Platte in Wiener Neustadt gemacht. Im schönen Proberaum dort uns eingeschlossen. Zusammen mit liebe Grüße an Zock von Aspie und den Petrol Girls, der uns ausgeholfen hat. Und Shoutout an Zocks Mutter, wo wir eine Woche lang letztes Jahr schlafen durften und die uns immer bekocht hat und ganz nett zu uns war. Trotz überall schwere Zeit und so weiter wissen wir jetzt langsam trotzdem ein Song über die ganzen kleinen Dinge, die einen am Leben halten, die einem Motivation geben, die einem Mut machen, auf die man sich viel öfter besinnen sollte. Der Song heißt I Must Have Been Blind, handelt von diesen kleinen Momenten, wie auch immer sie aussehen mögen. Für mich ist das heute, einen kleinen Livestream zu spielen und dieses Set hier zu füllen. Das macht sehr viel Spaß und bereichert meinen Tag. I Must Have Been Blind heißt der Song. Been so
things that have the power to make me bad. Mega schön. Ohne Scheiß, selbst nach Livestream 800 ist es immer noch ganz, ganz komisch, einen Song zu spielen und dann ist alles still und man weiß nicht, was man sagen soll. Ein Song von unserer Platte, der ist Ende 2018 veröffentlicht worden. Handelt davon, dass es kurz gefasst unheimlich schön ist, in unserem Fall einfach Musik machen zu können, so viel Zeit mit Musik zu verbringen, alles was da dran hängt. Und dass ich das um nichts in der Welt eigentlich tauschen würde. Wenn es manchmal nicht ganz so leicht ist und ein bisschen vieles unkonstant und man eigentlich mehr vorm Laptop sitzt als mit so einer Gitarre in der Hand, trotzdem Musik machen, geilstes überhaupt. Song heißt Cling to You und handelt ganz allgemein davon, dass solche Dinge sehr schön sind, wenn man Dinge hat, für die man gerne lebt. Oh,
so old. Heard someone whisper, oh my God, how did we get so old? Heard someone screaming, oh my God, how did we get so old? Danke an alle, die bisher eingeschaltet haben und sich das anschauen. Wie schon gesagt, einmal bitte, wenn ihr die Möglichkeiten und finanziellen Mittel habt, einmal eine kleine Spende beim Triebwerk hinterlassen. Falls ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, beziehungsweise, was mir noch wichtig ist zu erwähnen, wir haben gerade zwei kleinere, größere, wie auch immer, Kampagnen am Laufen. Und zwar einmal eine etwas größere, wo wir schon seit langer Zeit Spenden für zwei Organisationen sammeln, die sich für die mentale, psychische Gesundheit von Menschen in der Musikindustrie oder Musiker und Musikerinnen einsetzen. Das sind Night Helps aus Deutschland und Help Musicians aus England. Leider können wir gerade auf Live-Shows keine Spenden sammeln, was sehr schade ist und wo auch eigentlich am meisten immer rumkommt. Falls ihr trotzdem bei uns im Shop 22livesrecords.com vorbeischauen wollt, gibt es ein paar Produkte, die ihr kaufen könnt, wo dann ein gewisser Anteil gespendet wird an die Organisation. Dann haben wir noch eine andere Sache gerade am Laufen, die uns sehr am Herzen liegt und wichtig ist, und zwar mit den ganzen Protesten, die gerade in den USA angefangen haben, mittlerweile auch in Deutschland und Europa sehr präsent sind, gegen Polizeigewalt, gegen den Rassismus der Polizei, den systematischen Rassismus in unserer Gesellschaft, haben wir ein Shirt gedruckt und 100% aller Einnahmen bzw. 100% des Gewinns spenden wir an den ISD, die ISD, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Und wir finden, dass es jetzt gerade absolut an der Zeit ist, sich selber mal mit sich auch auseinanderzusetzen, wie man vielleicht Rassismus weiter befeuert, ohne dass man das gar nicht will, dass man sich selbst Gedanken macht, sich möglichst von solchen Vorstellungen, die man oft von seinen Eltern vielleicht mitbekommen hat, von der Gesellschaft, von einfach einer grundlegenden Erziehung, die so selbstverständlich ist, mitbekommen hat, sich da dagegen stellt, mit auseinandersetzt. Wenn ihr Geld spenden wollt, dieses Shirt, was wir uns im Shop haben zum Beispiel, gibt auch viele andere tolle Organisationen. Checkt das alles aus. Wir haben auf unserer Seite auch was dazu gepostet. So, Blog fertig. Ich spiele noch einen Song, der heißt Fickle Fake Friend. Unglaublich, dass wir uns bald wiedersehen können, egal wo, dass wir wieder zu dritt und in Loud Shows spielen können, was natürlich noch tausendmal schöner ist als alles das hier, und wir uns gemeinsam high-fiven können. A fake friend isn't
Count me out, cut the loose end off it now. Nothing at all. Too shy, too ashamed. There's a will, there's a way, but I've got tough. In Laut und Full Band und 100% Rock'n'Roll.